Heute zeige ich euch 5 Optionen, wie ich persönlich meinen Mantel style. Wenn ich mir ein neues Kleidungsstück kaufe, dann mache ich es persönlich so, dass ich dieses Kleidungsstück dann einfach mal mit verschiedenen Möglichkeiten durchstyle, damit ich weiß, wie ich dieses Kleidungsstück am besten kombinieren kann und damit es im Alltag einfach ein bisschen schneller geht, wenn es um die Auswahl meiner Outfits geht. Und heute zeige ich euch einfach mal 5 verschiedene Möglichkeiten, wie ich so einen Mantel style, wie ich das persönlich am besten finde, wie ich es mache, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, einen Mantel anzuziehen, und das gehen wir jetzt einfach mal durch. Die erste sehr schöne Möglichkeit, so einen Mantel zu kombinieren, seht ihr hier, und zwar mit einem Feinstrick-Rundhalspullover. Finde ich persönlich immer sehr angenehm, aus dem Grund, weil der Mantel ja ein bisschen ausgeschnitten ist, so ein bisschen mehr ausgeschnitten ist als V, und dann ist es halt sehr angenehm, wenn du hier oben einfach diese Brustpartie gefüllt hast mit einem Rundhalsfeinstrick wie hier. Wer Lust hat, kann das Ganze auch noch mal ein bisschen kombinieren, wenn ihr zum Beispiel noch mal einen Schal dazu nehmt, einfach als Style-Piece, finde ich ganz nice, um das Ganze einfach ein bisschen abzurunden. Und grundsätzlich ist es ja auch eine sportlich elegante Kombination mit dem Rundhalsfeinstrick und dem Mantel und auch noch dem Schal darüber, und das gefällt mir tatsächlich für den Winter echt super. Weiter geht's mit der zweiten Option, die tatsächlich auch meine Lieblingsoption ist. Wenn ihr nämlich keinen Bock habt auf einen Schal, nehmt ihr einfach einen Rollkragenpullover dazu. Hält euren Hals erstmal richtig schön warm und ist eigentlich eine identische Kombination, also same shit, different piece, kann man sagen, denn auch eine sportlich elegante Kombination, wenn ihr das so tragt. Und persönlich muss ich sagen, ist das auch meine Lieblingskombination, denn ich bin sowieso ein Rollkragenfan und diese Kombination ist einfach für den Winter für mich ideal. Dritte Option, die Option mit dem Zip-Strick-Pulli. Leute, ist eine super Kombination, eine Kombination aus den beiden vorherigen Optionen, so kann man es sagen. Und zwar, wenn es nämlich ein bisschen zu kalt wird, dann macht ihr diesen Zip-Strick-Pulli einfach zu, ja, dann ist euer Hals schön geschützt. Und wenn es ein bisschen wärmer ist, ja, oder ihr euch wohlfühlt, dann könnt ihr einfach diesen Zip-Strick-Pulli ein bisschen weiter aufmachen und dann habt ihr trotzdem eine schöne, sportlich elegante Variation. Und by the way, Leute, solche Zip-Strick-Pullis sind auch aktuell sehr angesagt, unabhängig davon, ob man das jetzt mit dem Mantel kombiniert. Also checkt die auf jeden Fall mal aus, sind in diesem Winter definitiv im Trend. So, kommen wir jetzt zu der sportlichsten Kombination, und zwar das Kombinieren eines Mantels mit einem Hoodie. Wenn du zum Beispiel am Samstagnachmittag mit deiner Liebsten vielleicht noch einen kleinen Spaziergang machen möchtest und ein Käffchen trinken möchtest, dann kannst du diese sportliche Kombination ideal auswählen. Finde ich sehr nice, sehr cool und sehr lässig. Von der sportlichsten Kombination hin zur elegantesten Kombination, und zwar ein Mantel mit einem Anzug zu tragen. Es gibt, glaube ich, auch keine bessere Jacke als ein Mantel, wenn man einen Anzug trägt, oder? Nee, ich glaube nicht. Also ein Mantel kann man auf jeden Fall über einen Anzug drüber werfen im Winter, und das sieht nicht nur Bombe aus, sondern ist, glaube ich, tatsächlich auch die eleganteste Variante, so einen Mantel zu stylen. Auch wenn du und ich nicht jeden Tag einen Anzug tragen, ist die Kombination eines Anzugs mit einem Mantel schon sehr, sehr nice. So Leute, jetzt seid ihr dran. Schreibt gerne mal in die Kommentare rein, wie ihr persönlich am liebsten euren Mantel stylt. Ja, ist es eine der 5 Variationen, die ich heute vorgestellt habe, oder ist es vielleicht was komplett anderes? Bin gespannt, was ihr schreiben werdet. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Mantel stylen. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.